hast du, wie nimmst du eigentlich auf? Nimmst du per Headset auf oder hast du so ein professionelles Mikrofon wie manche, wie Kronk, wenn ich weiß gar nicht, benutzt Kronk ein, benutzt Kronk überhaupt ein Headset oder benutzt er schon so ein spezielles Mikrofon? Er hat ein spezielles Mikrofon. Also habe ich mir schon gedacht. Der erzählt ja manchmal, dass er die Tasten nicht sieht, weil er so ein Mikrofon vor der Nase hat. Und dann guckt er runter auf die Tastatur und da ist das Mikrofon davor. Momentan habe ich ein Headset, was aber recht hochpreisig ist. Also ich habe das... Einen Moment. G35. G35, das steht oben drauf, deswegen habe ich das Headset gerade abgeholt. So, kommst du nochmal vorbei? Bist du auf dem Weg noch? Ja, ich bin auf dem Weg. Mach. Nur weil ich so auf dem Feld rumstehe und nichts mache in der Richtung. Auf jeden Fall, ich habe das G35. Ich finde das eine sehr gute Qualität und Preis-Leistungs-Verhältnis und nehme mit dem auch auf und bin auch damit sehr zufrieden. Ja, weil ich sehe halt Kronk, der bringt jeden Tag so an die fünf Videos raus. Ja. Da frage ich mich ernsthaft, weil der hat ja auch öfters gesagt, dass er überhaupt, fährst du weiter? Achso, okay. Ja. Dass er auch noch einen Nebenjob hat, das kann ich mir irgendwie gar nicht so vorstellen. Dass der das quasi nur als Hobby macht. Nee, mittlerweile hat er keinen Nebenjob mehr. Er hat also, dass YouTube sein Nebenjob ist und er einen Fulltime-Job hat. Nee, das glaube ich nicht mehr, weil er ist sehr aktiv bei den Videos und ist ja auch noch nebenbei bei Play Massive. Vielleicht meint er das in der Richtung. Was ist denn Play Massive? Das ist eine Webseite, die ich glaube von Zarazan entwickelt worden ist. Glaube ich jetzt, da will ich mich jetzt nicht festlegen. Oder Zacharzahl ist auf jeden Fall dabei, kann ich jetzt nicht genau sagen. Also ist eine Webseite, die früher über MMOs und so weiter berichtet hat. Also dieses Diablo oder Rune of Magic oder so irgendwas. Und mittlerweile sagt er ja auch, dass er 16 Stunden Arbeit hat in der Richtung. Also der muss ja ungefähr, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auch mich da nicht festnageln, 6 Stunden am Tag macht er allein nur Sachen, die um die Aufnahme herum zu tun hat. Also beschneiden, ja auch mit Firmen. Wenn ich das jetzt so sage. Ja, ich weiß, was du meinst. Also Schnittprogramme hochladen, Kommentare machen, Webseiten pflegen, mit Hersteller reden. Haben wir hier noch was? Nee, hier sind wir fertig. Das war's jetzt. Wie gesagt, entweder fangen wir jetzt eine neue Wiese an oder wir fangen jetzt mit Sonnenblume an. Ich würde Sonnenblumen sagen, damit wir ein bisschen Abwechslung haben. Alles klar, dann lasse ich den Hänger hier stehen und du holst dir einfach einen von den roten Mähdreschern. Okay, ich lasse auch mal den... Ja, das kannst du einfach hier so stehen lassen. Häcksler hier stehen. Weil ich habe ja noch ein... Oh, da geht einmal rum. Okay. Ja, musst du nochmal hochfahren lassen, nochmal zufahren lassen, dann macht der, dann fährt er ganz normal rum. Ja, ist doch jetzt fertig, oder? Ja, weil manchmal der dreht sich halt so, der Auswurf mehrmals um die Kabine. Und soweit ich das jetzt mitgekriegt habe, dreht, wenn du das zurück, also wenn du jetzt auf B drückst, dann dreht er sich so oft zurück, wie du ihn hin und her bewegt hast. Und wenn du dann einfach, während er sich drehst, nochmal hochfahren lässt und wieder zurückfahren lässt, dann ist er gleich unten. Okay, aber ich denke, das war's jetzt schon. Am Händler steht ein roter Mähdrescher, der ist für die Sonnenblumen geeignet. So, wo bin ich denn drin im Falschen? Also für Kronk ist es auf jeden Fall ein Fulltime-Shop, gehe ich davon aus. Ja, weil ich weiß ja nicht, ob du das auch mitkriegst, der macht ja auch noch quasi noch einen Livestream jeden Freitag. Und wenn du dir die immer anguckst, also ich finde mein Video, also ich habe ja früher immer gedacht, mein Video macht viel bessere Videos als YouTube, aber jetzt, wo ich so mitkriege, dann ist mein Video ist insinnig lahm. Also ich habe mich jetzt an YouTube gewöhnt und da geht es eigentlich richtig gut und bei meinem Video dauert es andauernd zum Laden. Okay, aber vielleicht, weil sehr viele Leute gleichzeitig drauf zugreifen bei dem Livestream.
Kann gut sein. Ja. Auf jeden, ich habe mir den, wie gesagt, noch nicht hier, kannst irgendwo anfangen. Ich warte darauf, dass ich wollte links anfangen, nicht in der Mitte. Dann warum fährst Also ich wollte nach unten fahren, weißt du? Ja, dann fang an, ich hole mir noch den anderen Mähdrescher. So, ich weiß nicht, warum ich von der Seite anfangen wollte. Ist für mich irgendwie logischer. So, JB schätze ich mal wieder. Ja. Nee, V war es, aber es geht auch so. So, kann ich hier auch zwei fahren? Ich glaube schon, ja. Kann ich auch die gelben wegfahren? Nee, ich glaube nur die orangen, weil die gelben sind nochmal neu. Das sind nochmal quasi nochmal so noch Blüten. Quasi. Ja, okay. Also die blühen quasi noch. Ja, komischerweise bin ich auch ein bisschen von Kronk weggegangen. Also ich sag immer wieder, der hat sehr viel für dieses Hobby gemacht, dass es bekannt wird und so weiter. Minecraft ist mir jetzt irgendwie zu viel geworden. Ich habe, ich glaube, 800 Folgen von dem gesehen oder so irgendwas. Dann hat es mich irgendwie nicht mehr gehalten. Ich habe den, wie gesagt, am Anfang auch noch abonniert. Ja. Und habe ihn bis jetzt auch immer noch abonniert, weil ich einfach irgendwie, keine Ahnung, ich habe es vergessen. Lass ihn einfach abonniert. Ja. Aber ich gucke bei dem einfach nicht mehr rein. Ich habe angefangen mit Minecraft, weil mich ein Typ drauf gebracht hat, also ein Freund drauf gebracht hat, der das richtig gut macht, das Spiel richtig gut ist. Und am Anfang waren die Folgen auch noch überschaubar. Aber wenn du quasi nicht jede Folge mitguckst, dann verstehst du irgendwie auch nicht mehr, was der wirklich macht. Und irgendwie, ich habe auch nicht die Zeit, jeden Tag die ganzen Folgen zu gucken, weil ich habe ja auch noch Schule und sonstiges. Das stimmt. Und ich habe auch nicht die Lust an mir, weil irgendwie Minecraft ist mir ein bisschen zu langweilig geworden. Da gucke ich mir viel lieber von Pizmeet Happy Wheels an vom Hardy. Also der macht das ja gerade. Das finde ich viel lustiger. Also momentan finde ich auch, für mich persönlich hat Kronk nicht, was mich interessiert. Das ist ja nicht schlimm. Also man kann ja nicht alles mögen, was man macht. Wenn wieder Kronk irgendwas hat, zum Beispiel ein klasse Rollenspiel, würde ich sofort wieder bei Kronk anschauen, weil ich denke, der macht das sehr gut. Momentan ist er mehr auf diese Gruseldinger abgefahren. Die haben mich aber nicht interessiert. Pizmiti habe ich aber jetzt auch den Anschluss von DZ verloren. Also da habe ich die letzten 3 oder 4 Tage nicht mehr geschaut. Mal schauen, ob ich dann das wieder nachhole oder ob ich es sein lasse. Ich kann es nicht richtig aussprechen, D-Hornet, also dieses neue Rollenspiel, das Bram macht. Ich kenne, wie gesagt, ich bin Pizmiet, also du siehst ja, wenn du dein, wenn du, ich bin halt quasi immer angemeldet bei YouTube, wenn du dann reingehst, dann siehst du ja so vorgeschlagene Kanäle, die sollst du abonnieren, weil die im Moment angesagt sind, angesagte Kanäle, die sind halt andauernd wiedergekommen. Und dann habe ich mir die einfach angeguckt und irgendwann kam halt Happy Wheels und das fand ich halt so toll, dass ich die abonniert habe. Happy Wheels liegt mir auch nicht, wobei ich HD auch klasse finde. Ich finde schade, dass er bei DZ rausgegangen ist, aber das hat ihn halt genervt, das Spiel. Der hat ein bisschen frisches Blut reingebracht. Ich fand es auch faszinierend, hast du Pizmiti, also Peter, glaube ich, heißt er, und Brammen mal live gesehen? Bei diesen Gamescon-Videos. Ja, die habe ich mir angeguckt, wobei ich jetzt wieder vergessen habe, wie Brammen und Pete aussehen. Ich fand es faszinierend, dass das Bild, was man von der Stimme im Kopf hat, nicht mit dem wirklichen Bild übereinstimmt. Aber das habe ich sehr häufig. Ich war früher im Außendienst, habe also Kunden besucht und habe die vorher angerufen. Und man stellt sich von der Stimme immer was anderes vor. Deswegen fand ich es lustig. Wobei Hardy schon fast gepasst hat. Also der hört sich so an, wie er aussieht. Ja, wobei das hat mich echt verwirrt. Der hat ja auch sein, ich weiß nicht, ob du das mal geguckt hast, der hat irgendwann mal seinen Schreibtisch vorgestellt, was der alles an Apple-Sachen hat. Da frage ich mich ernsthaft, woher nimmt er die ganze Kohle für das ganze Zeug? Und dann das riesen Mikrofon. Irgendwo muss doch das Geld herkommen. Vielleicht raucht er nicht, trinkt nicht, geht nicht in die Disco und spart das alles. Er ist Student, woher soll er das Geld haben? Studenten sind normalerweise arme Schlucker. Es gibt zwei Sachen, er verdient über Pizmiti gut, kann ja auch sein. Die verdienen ja auch, sind ja auch im Netzwerk drin, über GameStar.
Das wäre eine Möglichkeit. Zweite Möglichkeit, hat Eltern, die entsprechend Geld haben. Dritte Möglichkeit, erarbeitet nebenbei. Und Ja, okay, aber ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast. Er hat ein iMac, er hat ein MacBook Pro, er hat das ja. neueste iPhone, also iPhone 4S, hat sich das iPhone 5 vorbestellt, er hat ein iPad und er hat das, also dieses Zauberdingsbums da, dieses Magic Trackpad, womit man dann so Zeichnungen auf dem Mac Okay. herstellen kann. Also, und der studiert halt Grafikdesign. Ich frage Ja, mich ernsthaft, aber woher der das ganze Kohle nimmt. gerade da muss er ja auch, das ist ja auch sein Werkzeug, mit dem er arbeitet, mit dem er lernt. Wenn er Grafikdesign hat, ist es nach meiner Meinung wichtig, dass man ein Apple-Produkt hat. Also Apple ist eigentlich für Grafik oder war früher typisch für Grafiker. Deswegen nehme ich an, dass er sich auf diese Apple spezialisiert hat. Und ja. Er wird wahrscheinlich an anderen Stellen sparen, muss man so deutlich sagen. Vielleicht hat er kein Auto, ich habe auch kein Auto. BMW hat er. Oh, na gut. Vielleicht hat er mal eine Bank überfallen. Vielleicht hat er einen guten Nebenjob, macht für andere Leute noch Homepages oder keine Ahnung. Also Vielleicht was ich, hat er sorry. wirklich reiche Eltern in der Richtung. Ich stecke Also auch mein ganzes Geld in Technik rein. was ich wie gesagt gesehen habe, er hat das wie heißt das Flaggschiff von Logitech, das neueste, das Super Headset G9 940 oder sowas. Kann ich nicht sagen. Also das auf jeden Fall das Beste, was es im Moment gibt von Logitech hat Ja. er. Und da habe ich erst gedacht, damit nimmt er auf. Aber dann habe ich erst gesehen, dass er dieses riesige Mikrofon vor sich hat. Also der hat ja wirklich jemand, der quasi im Tonstudio Tonaufnahmen nimmt für sein nächstes Album. Ja, so ich werde jetzt in Kürze auch ein bisschen Geld übrig haben und spiele auch mit dem Gedanken, ein anderes Mikrofon zu holen, weiß aber nicht, ob ich das mache, weil ich dann auch wieder Geld sparen möchte, je nachdem. Auch eine neue Maus kommt auf jeden Fall her. Was hast du denn für eine? Ich habe eine Logitech-Maus, eine ältere. Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Ja, ich habe mir, also ich weiß jetzt nicht, ob das, will damit jetzt nicht angeben, aber ich Ja. habe jetzt insgesamt für mein gesamtes PC-System an die 900 € ausgegeben. Ich habe jetzt am Anfang war ein Rechner für 550 € plus so eine schnurlose Maus und Tastatur für 20 €. Dann kam ruckzuck ein neues Soundsystem dazu, das von Logitech, das X530, das hat damals noch 80 € gekostet, das kostet glaube ich jetzt nur noch 60. Dann zu Weihnachten habe ich mir die G19 geholt von Logitech, die Tastatur. Wobei ich bereue, dass ich sie mir geholt habe, weil ich brauche die eigentlich gar nicht. Ich habe die 15, aber auch gut. Ja, ich brauche die eigentlich gar nicht. Ich fand die nur so cool, aber ich brauche sie gar nicht. Ich brauche die G-Tasten eigentlich gar nicht. Und Ja. den Bildschirm benutze ich fast nie. Und dann kam ein Bildschirm dazu, ein gebrauchter für 100 €. Und jetzt zum Schluss kam jetzt das Mikrofon für 20 € dazu. Ja, aber dann kann ich auch sagen, genauso wie du es bei Hardy sagst, wie kann ein Schüler so viel Geld zusammenkriegen? Ich trage Zeitungen aus. 100 € im Monat. Da siehst du, dann, wie gesagt, Hardy ist im Grafikbereich, da kann man auch immer Geld nebenbei verdienen. Ich weiß nicht, ob er es macht, wie gesagt, aber ich denke schon, bei denen merkst du es, dass sie das sehr hobbymäßig machen und sehr dahinter sind. Und dann gibst du wirklich Spaß, jedes Geld und gibst es dafür aus in der Form. Also ich finde es nicht verwunderlich, sondern eher konsequent. Es sind auch so Leute, die Motorrad fahren. Wenn du siehst, was die für irgendwelche Kappen ausgeben, die nur das Design verschönern. Oder auch Autofahrer, die einfach Chromfelgen drauf haben, die eigentlich überhaupt keinen Sinn haben. Für mich, also für die Leute hat es natürlich seinen Sinn, dass die Optik besser ist, aber die geben für ein paar Felgen auch mehrere 100 € aus und so weiter. Und so hat Hardy seinen Spaß an Computer und ich finde es auch. Beziehungsweise Let's Play. Oder Let's Playen, genau. Hast du da eigentlich deinen Spaß dran oder machst du das jetzt quasi nur noch, um deine Zuschauer quasi zu halten, um deine Quote zu halten, beziehungsweise damit du keine, ja, wie soll man sagen, damit du einfach deine Zuschauer nicht enttäuscht? Ja, sagen wir es so, also fangen wir mal mit der Kohle an.
Ich denke, ich habe in den letzten 2 Monaten nichts verdient. Das hat damit zu tun, dass ich auf ein Netzwerk umgeschaltet habe. Da kriege ich das verzögert. Aber ich habe jetzt die ganze Zeit, wie gesagt, man darf es nicht sagen oder so. Wenn du überlegst, wie viele Stunden du an so einem Video bist und so weiter, Das Überlohn. da kommst du auf einen Stundenlohn vielleicht von 50 Cent oder so irgendwas von den ganzen Videos, die du machst. Und es sind ja nicht nur die Videos, sondern du musst es bearbeiten, Kommentare beantworten und so weiter und so fort. Also damit kann man ganz deutlich sagen, wegen Geld macht man es nicht. Oder wenn man es anfängt, wird man sehr schnell enttäuscht und das nicht. Mir macht es Spaß, mit Leuten zu reden. Normalerweise bin ich nicht so ein kontaktfreudiger Mensch. Ich habe nicht sehr viele Freunde. Ich suche mir wenige Freunde aus und mit denen mache ich was. Und ich habe nicht so, dass ich in Facebook 500 Leute like oder so irgendwas. Das liegt mir nicht. Und so habe ich, kann ich mit Leuten reden über gemeinsame Hobbys. Mir macht es unheimlich Spaß, zum Beispiel Midnight getroffen zu haben. Mit dem eine Serie zu machen, das war toll und nebenbei hat man Videos gemacht. Andere Leute geben mir Tipps, was ich besser machen kann und so weiter. Also es ist rein wegen Spaß.